In Bolivien haben tausende Anhänger des zurückgetretenen Präsidenten Evo Morales gegen die neue Übergangsregierung von Interimspräsidentin Jeanine Añez protestiert. In ihren Augen wurde Morales, der nach Vorwürfen der Wahlmanipulation auf Druck von Militär und Polizei zurücktrat, Opfer eines Putsches. Evo Morales ist ein guter Mann, er hat sich für die Menschen eingesetzt. Er hat uns nichts gestohlen, so wie diese Diebe, die den Staat ins Chaos stürzen und uns wie Hunde umbringen lassen, als ob wir keine Menschen wären. Derweil gibt es Signale, dass die Partei von Evo Morales, die Bewegung zum Sozialismus, bereit ist, mit der Übergangsregierung Neuwahlen zu organisieren. Ich schlage der Bewegung zum Sozialismus, die jedes Recht zur Teilnahme an der Wahl hat, vor, dass sie Kandidaten aufstellt. Evo Morales ist nicht für eine vierte Amtszeit qualifiziert. Deshalb gibt es ja diese ganzen Probleme, deshalb protestieren so viele Bolivianer auf den Straßen. Am Donnerstag lud die Übergangsregierung die Presse in den Präsidentenbereich des neuen Regierungssitzes ein, des Großen Hauses des Volkes. Morales hatte es bauen lassen und sich damit viel Kritik eingehandelt. Zu teuer, zu unpassend, zu luxuriös für das arme Land, sagten viele.